Hallo meine Freunde und Freundinnen der anonymen Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. In der letzten Folge haben wir den Pilz Cup mit 3 Sternen im 200 CCM Hubraum abgeschlossen und das soll diese Folge auch mit dem Panzer Cup geschehen. Er ist am Anfang des Spiels, wie schwer kann das schon werden? Naja, einmal habe ich es ja schon nicht geschafft, würde ich sagen. Gut, wir fahren mit dem grünen Shy Guy. Er sieht ein bisschen aus wie irgendeine Art von Link, finde ich. Und los geht's. Ich weiß zugegeben gerade gar nicht, wann diese Folge hier erscheint. Aber ich glaube, es müsste die letzte Mario Kart 8 Folge sein vor dem Link's Awakening Remake. Ja, und irgendwie sieht der Shy Guy auch ein bisschen aus wie der Link aus dem Link's Awakening Remake. Soll aber nicht das Thema sein. Die Strecke ist eine viel bessere Überleitung zum Thema. Und zwar stammt sie von der Wii. Es ist die Kumu-Weide. Und wie ich Ende letzter Folge erwähnt habe, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Wii gespielt. Um genau zu sein, habe ich ein bisschen Wii-Spiele gespielt. Denn ich habe, und ich darf das sagen, ohne dass ich irgendwas befürchten muss, meine Wii gehackt. Er hat was? Ja, ich weiß. Seine Wii zu hacken ist legal. Übrigens. Ja. Möchte ich nur mal angemerkt haben, ich habe das extra recherchiert vor der Stelle. Vor der Folge. Die Wii zu hacken ist legal. Warum habe ich meine Wii gehackt? Nun, im Grunde genommen, ich habe ja letzte Folge erwähnt, dass meine Wii U so ein bisschen eventuell den Geist aufgeben könnte irgendwann mal. Sie macht so Andeutungen. Und deswegen hätte ich meine Wii und nicht meine Wii U. Nein. Die Wii ist mehr oder weniger ein Versuchskaninchen gewesen. Und zwar eins dafür, ob diese Hackerei irgendwie vertrauenswürdig ist und ob die funktioniert. Die Sache ist, mein Lieblingsspiel, Zelda Twilight Princess, befindet sich oder ist für die Wii erschienen und ich habe es für die Wii. Und ich, alter Geizkragen, will nicht das HD-Remake kaufen. Ja, weil ich sehe es einfach nicht ein. Es ist nicht so viel besser, als dass ich mir das holen müsste. Insbesondere nicht für den vollen Preis. Ich habe für das Spiel schon mal gezahlt, ich muss das nicht nochmal zahlen. Und die Sache ist, das nächste, ein Emulator zu besitzen, ist auch legal. Also Emulatoren sind auch nichts Illegales, solange sie nicht Teile des Betriebssystems, des emulierten Systems enthalten, also Teile des Codes. Wenn du zum Beispiel, warum fahre ich hier außerhalb der Strecke fast? Wenn du zum Beispiel Windows 95 emulierst, ich habe keinen Plan, ob es dafür überhaupt einen Emulator gibt, oder Microsoft DOS, dafür gibt es garantiert einen, die DOS-Box, den habe ich auch, dann ist das legal, solange da nicht irgendwie der Code von DOS mit drin verbaut ist. Das darf nicht der Fall sein. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sehen als Verbraucher, weil nicht jeder den Quellcode des Emulators anschauen kann und ich übrigens auch nicht, aber ja, es gibt Leute, die das können und die sagen dir dann, nimm den oder nimm den nicht. Jetzt ist die Frage, wenn das legal ist, was ist dann illegal? Illegal ist es, Spiele bzw. ROMs bzw. ISOs aus dem Internet herunterzuladen. Denn, ja, du lädst damit ein Spiel runter, was du dir nie gekauft hast. Deswegen ist das verständlicherweise illegal. Es ist ebenfalls illegal, meines Wissens, ein Spiel über einen Emulator zu spielen oder irgendwie sowas. Und das ist der Punkt, der mir nicht ganz eingeht, denn es ist legal, einen Emulator zu besitzen. Es ist legal, seine Konsole zu hacken. Es ist legal, sich Backups der Spiele zu erstellen, die man besitzt. Für den Fall, dass die CD oder DVD kaputt geht. Was auch nur logisch ist, denn du hast für dieses Spiel bezahlt.
Also, ne, darfst du logischerweise auch dafür sorgen, dass du dieses Spiel für immer genießen kannst. Aber es ist nicht legal, diese Backups zu spielen über einen Emulator, soweit ich weiß. Auf der anderen Seite kann einem niemand nachweisen, dass man das tut. Auch das Hacken einer Wii ist nicht nachweisbar, wirklich. Solange, insbesondere wenn diese Wii nicht angeschlossen ist ans Internet. Ich rede hier über die Wii, ja. Wenn ihr eure Switch hackt, dann tut das besser nicht. Insbesondere wenn ihr damit online spielen wollt, weil das wird erkannt und dann wird euer Nintendo-Account gesperrt oder so. Lasst es einfach, es ist eine schreckliche Idee. Tut das nur, wenn ihr zwei Nintendo Switches habt und mit der einen vorhabt, niemals online zu spielen. Oder noch besser, tut's gar nicht. Nun, ich sage jetzt nicht, dass ich meine Wii-Backups an einem Emulator gespielt habe. Ich sage aber auch nicht, dass ich das nicht getan habe. Fakt ist, andere Leute haben das getan. Und die Spiele sehen einfach so viel besser aus am Emulator. Aber das ist nicht der Punkt, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass ich nicht verstehe, warum es illegal ist. Weil, ja, wie soll ich sagen? Wenn man doch die Konsole hat und das Spiel hat, dann erleidet die Firma, die das Spiel hergestellt hat, keinen wirtschaftlichen Schaden dadurch, dass man das jetzt nicht an dieser Konsole spielt. Illegal wäre es, wenn... Oder verständlicherweise illegal wäre es, wenn ich jetzt meine Backups, die ich mir zugegeben erstellt habe, an Kumpel weitergebe und sage, yo, spiel mal. Weil dann habe ich das Spiel illegal vervielfältigt und... Nein, das habe ich noch nicht getan. Ich habe auch aktuell nicht unbedingt vor, das zu tun. Ich kann nicht versprechen, dass ich es nicht tue, aber ich kann sagen, dass ich nicht vorhabe, es zu tun im Moment. Was wollte ich sagen? Ja, der Punkt ist, Emulation bzw. sich so Backups zu erstellen, ist halt wirklich Sicherung von Kulturgut teilweise, denn gut, bei Wii-Spielen jetzt weniger, wobei auch CDs haben ihre Lebenszeit. Wovon ich eher rede, sind Super Nintendo Cartridges, die mit der Zeit kaputt gehen. Weil in denen sind Batterien und die laufen irgendwann aus, werden irgendwann leer und nein, das tust du jetzt nicht spielen. Wehe, ich verliere deswegen. Oh, das war knapp. Denn Super Nintendo Spiele gehen mit der Zeit kaputt, das heißt, wenn jemand die backupt, dann werden wir irgendwann keine Super Nintendo Spiele mehr haben. Und für große Titel wie Super Mario World oder Donkey Kong Country oder A Link to the Past ist das kein Problem, weil die wurden tausendmal von Nintendo selbst re-released. Aber ich rede von Spielen, die nicht mehr re-released wurden, wie zum Beispiel Terranigma. Wenn davon die letzte Cartridge kaputt geht und niemand da rumgezogen hat, dann ist dieses Spiel weg für immer. Und sowas ist halt schade. Und ja, natürlich, es kann ein wirtschaftlicher Schaden entstehen durch illegale Kopien, oder durch Kopien von Spielen. Vollkommen klar. Ich sag deswegen, ja, es ist nicht unbedingt falsch, dass es verboten ist. Aber keine Ahnung. Es gab noch einen Punkt, den ich sagen wollte. Ah ja, genau, das nächste. Was man jetzt natürlich auch tun könnte, ist, man könnte sich ein Spiel kaufen, das ziehen und dann verkaufen. Das könnte ich jetzt zum Beispiel mit GameCube-Spielen machen. Auf der anderen Seite hätte ich dann das Spiel gekauft. Ja gut, wenn ich es wieder verkaufe, ist natürlich dumm. Es wäre auf jeden Fall schlimmer, wie wenn ein Freund kommen würde und sagt, yo, ich hab das Spiel, rip's dir. Und behalte das Gerippte und ich nehme das Spiel wieder mit. Weil ich ja schon mal gerne Mario Kart Double Dash spielen würde.
Auf der anderen Seite würde ich mir das Spiel ja auch kaufen. Wenn Nintendo das irgendwann mal wieder hier, ne, releasen würde und wenn die mal auf die geniale Idee kämen, GameCube-Spiele zu verkaufen wieder. Aber das scheinbar hält das Nintendo ja nicht für notwendig. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich das tun werde. Ich sag nicht, dass ich es tun werde. Aber ich sag auch nicht, dass ich es nicht tun werde. Die Sache ist, Mario Kart Double Dash ist das einzige Mario Kart, was mir fehlt. Und es gibt für mich keinen Weg, da dran zu kommen. Nicht wirklich. Nein. Ich könnte mir das kaufen, auf der Wii spielen, aber ich habe keinen GameCube-Controller. Also müsste ich mir davon einen kaufen. Und dann bräuchte ich, glaube ich, immer noch eine Memory Card. Oh Gott. Nintendo, release doch einfach GameCube-Spiele für die Switch. Okay. Bevor ich mich hier weiter im Kopf und Kragen rede. Schreibt mir doch eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wo ich ein anderes Thema habe, was weniger grauzonig ist. Und wir sehen uns dann wieder. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, Leute. Haut rein. Euer Anonymous.